Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht schon in der Instagram-Story gesehen habt, habe ich mein Cockpit am Fokus ein bisschen verändert und neuen Lenker montiert. Und das Wetter ist zwar miserabel, aber ich gehe jetzt trotzdem raus eine Runde fahren und teste das Ganze mal, wie mir das jetzt gefällt, ob mir das entgegenkommt mit dem Fokus und so weiter und so fort. Und am Ende des Videos bzw. der Tour erkläre ich euch was zum Thema Cockpit und was mir da wichtig ist. Und vielleicht sind da ein paar Dinge dabei, die auch für euch interessant sind. Viel Spaß beim Video. Das erste, was mir auffällt, ist, dass der Lenker schief ist. Das müssen wir auf jeden Fall gleich erstmal kurz richten, bevor wir weiter auf die Trails fahren. Natürlich klar, wenn ich Feierabend habe, fängt es an zu regnen. Typisch. Rein optisch gefällt mir es auch schon besser als das erste, also der andere Lenker. Ich glaube, hier halten wir kurz an. Erstmal so ein bisschen geschützter. Und dann richten wir mal kurz den Lenker. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr schaut, dass euer Lenker gerade ist. Vielleicht habt ihr einen Tipp, wie man das perfekt machen kann. Ich weiß, dass Leo Cast, der guckt immer hier so zwischen diese zwei Dinger und sagt, damit macht er das. Aber keine Ahnung, Leute, ob das für mich auch so gut funktioniert. Ihr kennt das ja hier von anderen Videos schon. Das heißt, ich werde jetzt nicht so viel erzählen, sondern einfach nur schnell ein bisschen fahren. Und dann fahren wir zurück nach Hause und dann erzähle ich euch hier alles zu dem Thema. Ja, das fühlt sich doch schon besser an. Mit dem Lenker. Der Cockpit allgemein. Let's go. Ha, wer hätte gedacht, dass wir nochmal so ein räudiges Wetter kriegen. Nach dem Sommereinbruch. Puh. Und ich habe keine Matschreifen mehr drauf. Weiß nicht, ob ihr das Video von Siegen gesehen habt, aber das war auf jeden Fall der Härtetest für die Maxxis. Ja, ich habe gerade noch ein Stück hoch. Ich brauche neue Knieprotektoren. Hier, die habe ich versucht zu waschen. Wer kennt das? Die stinken halt irgendwann wie Sau. Und jetzt ist einer am Arsch. Ja. Hier die erste Abfahrt. Schön, dass ich wieder komplett nass bin. Aber schon jetzt gefällt mir das richtig gut. Besser. Viel besser. Krass. Thank you.
Ah, Leute, das tut immer so gut. Ah, das ist einfach so ein geiles Hobby. Scheiße. Fahren wir schnell zurück und dann kurz das Fahrrad abspritzen und dann gibt es einen kleinen Talk, worauf ich hier beim Cockpit achte, was mir wichtig ist. Ja, let's go. Ich stand hier nicht vermisst habe, ich sag's euch. So Leute, ich bin zurück, Fahrrad kurz ein bisschen sauber gemacht. Ja, ich erzähle euch jetzt so ein bisschen, warum, weshalb hier dieser andere Lenker, was mir das bringt, worauf ich achte bei einem Cockpit. Und da hat ja jeder so seine eigenen Präferenzen so ein bisschen. Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch, solange das bei einem funktioniert. Sowieso so überall, ne, im Leben. Und ja, ich erkläre dir jetzt so ein bisschen hier, was mir jetzt gut getan hat und Feedback schon mal vorab. Ihr habt es vielleicht in den Aufnahmen auf dem Trail schon gesehen. Also ich fand es einfach mega. Es war ein richtig krasser Unterschied für mich. So, ich lasse mal hier den Kopfhörer entfernen. Das, worauf ich besonders achte, ist, dass wenn ich in der Aktivposition bin, Gorilla, dass ich halt hier 90 Grad habe. Das war bei dem kleineren Lenker einfach nicht der Fall, denn dann war es einfach war es so nach innen geknickt. Das heißt, ich war hier und die Hände waren hier und mir gefällt das nicht so gut, wenn das so rum ist, sondern einfach ja 90 Grad. Durch diesen 90 Grad Winkel habe ich nämlich einfach ein viel besseres Gefühl, vorne Druck auf die Gabel zu bekommen. Gefällt mir einfach viel, viel besser. Außerdem achte ich darauf, dass ich hier, wenn ich im Stehen fahre, immer eine Linie habe mit meinem Bremshebel und so weiter und so fort, dass ich die Schaltung noch gut erreiche, aber die mich nicht stört. Hier das Tacho vom E-Bike habe ich ein bisschen weit jetzt mittlerweile zur Mitte hier geschoben, weil das mit dem Dropper-Post hier auch alles so zusammenhängt und der mich immer gestört hat. Und hier muss man ja nicht so oft dran, ne? Also trotzdem kann ich es noch gut erreichen. Die Griffe sind auch neu, die habe ich aber schon vorher, die Griffe auf dem anderen Lenker habe ich auch schon gemocht, allerdings, die finde ich noch einen Ticken geiler. Bei den Griffen ist mir zum Beispiel immer wichtig, dass die weich sind. Ich mag nicht so gerne harte Griffe, keine Ahnung, ist irgendwie so eine Gewohnheitssache mittlerweile. Auf dem Torque fahre ich auch so harte Griffe und was jetzt halt ein Vorteil ist, ich fahre genau auf beiden Bikes den gleichen Lenker. Das heißt, ich habe genau das gleiche Cockpit und ich glaube, das hat mir jetzt auch nochmal geholfen bei dem Fahrrad. Ich habe es ja mitbekommen, ich musste mich ein bisschen lange gewöhnen an das Fokus und heute hat es mir übelst Bock gemacht. Also heute war es richtig geil. Ist natürlich immer noch ein Klopper und groß und so weiter, aber jedes Mal, wenn ich vom Fokus aufs Torque umsteige, habe ich das Gefühl, ich habe Progress gemacht und bin irgendwie besser geworden. Aber dazu werde ich auch noch mal ein einzelnes Video machen. Ja, also, das ist so jetzt mein neues Cockpit. Ich bin super happy damit. Ich kann euch ja mal den Unterschied zeigen. Ich muss hier rüberklettern. Das hier war der alte Lenker. So.
Da fehlt halt tatsächlich nur links und rechts 1 Zentimeter. Aber das ist für mich ein Riesenunterschied gewesen jetzt. Und ja, ich bin happy damit. Freue mich auf die nächsten Touren. Freue mich besonders jetzt auf die ganzen Flow Trails. Aber ich muss ja noch bis zum Enduro-Rennen ausharren und Uphill fahren. Naja, das größte Leid tut der Mensch sich ja immer selbst an, ne? Gut, Leute, ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Ich versuche euch ja immer überall mitzunehmen und euch einfach auf dem Laufenden zu halten, was sich hier bei mir so tut und was ich so mache. Deswegen gibt es halt auch so News mit so einem neuen Lenker. Lasst gerne ein Abo da. Jede Woche gibt es 2 neue Videos und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.